So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein kleines Video zu Escape from Tarkov. Und zwar geht es heute um die Performance- und Grafikeinstellungen. Da gibt es ja viel hin und her und ich habe auch schon viel gelesen. Das und das ist besser so als so. Und ja, jetzt will ich euch mal zeigen, wie meine optimale Einstellung ist für mich. Und werde euch da auf die ein oder andere Sache eingehen, soweit ich eben weiß. Ich habe, wie gesagt, mich auch in anderen Videos schlau gemacht, in Forumbeiträgen und habe so das Beste aus allem für mich rausgezogen und ja, habe jetzt so meine Einstellung, bin damit relativ zufrieden, habe hier gerade 130 FPS, ich spiele im Offline-Raid. Was jetzt natürlich ist, wenn ich mich hier bewege, und das werdet ihr auch in Escape von Tarkov map-abhängig und ortabhängig haben, die FPS schwanken von Haus aus so extrem. Es ist schon echt heftig, deswegen habe ich auch für mich entschieden, auf 1080p zu spielen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal in die Einstellungen gehen und das dann nochmal erläutern. So, jetzt finden wir eine Grafikeinstellung. Hier, wie gesagt, ich spiele auf 1080, also 1920x1080 Punkte. Hier müsst ihr natürlich selbst für euch einstellen, wie ihr spielen wolltet. Ich könnte mit Sicherheit auch noch auf 1440 spielen, aber da ich auf YouTube eh nur mit 1080p hochlade und 60 FPS, war es mir wichtig, da noch ein paar FPS rauszukitzeln, um einfach zumindest mal safe, je nach Ort und Map, immer über den 60 FPS zu sein. Und selbst das ist teilweise nicht gegeben. Also wie gesagt, da müsst ihr für euch selbst auch immer mit entscheiden, was für euch wichtig ist, auch generell rumspielen. Macht so wie ich, geht in den Offline-Modus, stellt euch an eine Stelle hin, wo ihr guckt, wo ihr konstante FPS habt und dann versucht, an den Einstellungen rumzuspielen. So, als erstes mal Texturen und Schatten habe ich auf High, hatte ich eine Zeit lang auf Low, aber sieht optisch einfach scheiße aus und ist, vielleicht kennt es der ein oder andere aus Arma 3 so, dass ich vermute, dass es hier schwieriger ist für die Engine, wenn du jetzt zum Beispiel auf Low machst, den Schatten runter zu bearbeiten, runter zu rendern, als statt einfach auf High zu lassen und den Schatten so zu zeigen, wie er ist. Er ist auch schärfer und deutlicher und in meinen Augen auch ein bisschen angenehmer anzuschauen und macht performance-technisch nicht viel aus. Object Lot Quality auf jeden Fall niedrig, das habe ich durchweg überall gelesen, dass das extrem die Performance frisst. Wir können es mal eben kurz hochstellen auf 4 und speichern mal kurz und gucken mal Resume. Ihr seht ihr direkt, gleiche Ort, 104, 107, ja, 113 geht nochmal hoch, FPS, aber es sind schon mal 20 FPS weniger. Deswegen, und ja, das ist, da werden Gegenstände und Sachen gerendert, die ihr auch unbedingt gar nicht seht. Wenn ihr an einem Haus vorbeilauft, werden innen die Gegenstände schon gerendert, die ihr aber gar nicht braucht in dem Moment. Und ja, das auf jeden Fall safe nach unten. Overall Visibility könntet ihr, macht nicht viel aus, könnt ihr auf 3000 lassen oder eben 2000 oder 1500, weil die meisten Maps eh nicht so weit sehen, oder es ist Nebel. Shadow Visibility das gleiche. Ich mache es relativ hoch, weil ich gerne eben auch weit irgendwo einen Schatten sehe und nicht mag, wenn der kurz vor mir dann so aufploppt. Sieht einfach nicht so schön aus. SAO habe ich high, SSR auf jeden Fall off. Genau. Anti-Aliasing geht gar nicht, ist gar keine Möglichkeit. Anisotropische Filterung ist an. Scharf, ja, wie auch immer, auf 1. SSAA habe ich ein Häkchen drin. Die anderen drei braucht ihr alle nicht. Das sind halt irgendwelche Filter, die Optik verändern. Müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr das eher möchtet oder eher nicht. Aber ja, glaube ich, näher Chrome Aberrations war, glaube ich, die Spiegelungen. Es ist, braucht zu viel Performance für das, was es an Optik bringt. Von dem her würde ich es nicht empfehlen, das zu machen. Wie gesagt, Textur, Schattenqualität würde ich eher auf High machen. Ich glaube, da arbeitet die Engine mehr damit, wenn es die runterrechnen müsste. Und von dem her, ihr oben müsst ihr halt eben auch für euch selbst entscheiden, wie ihr spielen möchtet. Da müsst ihr aber, wie gesagt, spielt hier und da noch ein bisschen rum. Hier an der Sichtbarkeit könnt ihr noch rumspielen. Natürlich, je nach PC, was ihr halt habt, wenn ihr nicht den Über-PC habt, müsst ihr natürlich auch in den Qualitäten hier weiter runtergehen. Und da probiert euch Stück für Stück ran, so dass es eben auch noch gut aussieht. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf die 130 FPS vielleicht komme, gehe ich woanders hin,
Gerade mein Haus oder man nimmt Shoreline, kommt in dieses neue Gebiet. Da habe ich dann auf einmal auch nur noch 20, 30 FPS. Also es ist, ist noch alles ein bisschen dünn. Die Performance ist generell noch schlecht von dem Spiel. Von dem her, ja. Ich hoffe, euch hat es jetzt auf jeden Fall ein bisschen geholfen, so die optimalen Einstellungen zu finden. Und wie gesagt, schaut doch gerne auch noch andere Videos an. Ich habe mir selber auch ein Bild aus vielen verschiedenen Videos habe ich mir rausgezogen und geht offline in den Raid und probiert es aus. Und dann findet ihr für euch auch die optimale Einstellung. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, würde ich mich drüber freuen. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Sachen anders eingestellt habt oder ob ich in euren Augen was falsch gemacht habe, wo ihr vielleicht noch eine Verbesserung habt oder sonst irgendwas. Natürlich könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.